endlich geschafft, auch wenn es gefühlt Ewigkeiten gedauert hat. Helmut Hoffmann und sein wunderschöner Büssing 8000. Nach monatelangen Restaurierungsarbeiten ist der imposante Fernverkehrszug aus den 1950er Jahren endlich fertig. Was für ein Moment! Auch Helmut kann es irgendwie noch gar nicht fassen, denn dieser historische Lastwagen ist auch für ihn ein ganz besonderer Lastwagen. Was aber macht ihn so besonders? Ja gut, ich meine, der Motor war damals beliebt, ein 13,5 Liter Motor mit 150 PS, 1600 Umdrehungen, der war schon leistungsstark und deswegen hat man dieses Auto auch gerne gefahren. Vor allen Dingen auch die Ausstrahlung von dem Auto, diese Größe, diese majestätische Schnauze vorne, diese Chromspinne, das war etwas Besonderes zu der Zeit. In den 1950er Jahren erforderten solche Lastwagen von ihren Fahrern noch ganz bestimmte Fähigkeiten. Fähigkeiten, die dann auch erklären, woher der Begriff des Kraftfahrers eigentlich kommt. Das war schon Schwerstarbeit, indem man keine Hydrolenkung hatte. Die Lenkung geht sehr schwer, wenn der beladen ist. Dann keine Schaltunterstützung, Schaltung sehr schwer. Kupplung gab es auch keine Unterstützung. Die Kupplung war auch schwergängig. Und somit musste man schon einiges leisten, um das Auto zu fahren. Als man früher diese Kilometerleistungen gefahren hat, diese Hitze hatte, alles, da war man wirklich geschafft. Also es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Auto heute. Es war schon Schwerstarbeit. Der Kraftfahrer leistete Schwerstarbeit hinter dem Lenkrad. Vielleicht die simple Erklärung dafür, weshalb es auch in der Kabine keinen Luxus gibt. Außen verfügt der Büssing 8000 über gigantische Abmessungen. Aber drinnen ist alles absolut minimalistisch. Für Komfort gibt es einfach keinen Platz. Zu der Zeit war nur erforderlich einmal ein Tachometer, einmal ein Luftmanometer, dass man wusste, dass der Bremsdruck vorhanden ist, einmal Öldruck, dass der Motor geschmiert ist, einmal Wassertemperatur, dass der Motor nicht zu heiß wurde. Das reichte einfach aus für dieses Auto, für diese Zeit. Ja gut, die Scheibenwischer musste man hier per Hand jeder einzeln einstellen, indem man hier den Schalter einstellt, dann läuft der Scheibenwischer. Das war jetzt nicht so automatisch und mit Waschdüsen und so weiter, mit Scheibenwaschanlage, das gab es alles gar nicht zu der Zeit. Ich meine, zum Beispiel auch Klimaanlage, wenn man heute sagt Klimaanlage, hier wurde die Scheibe aufgestellt, da kam Frischluft, das war dann die Klimaanlage. Ne? Ein Lastwagen aus einer anderen Zeit. Damals, also vor 70 Jahren, war eben alles anders. Wir steuern die nächste Tank- und Rastanlage an der Autobahn an. Der mächtige Haubenwagen fällt auch hier sofort durch seine Abmessungen auf. Und verglichen mit den modernen Lkw, die hier parken, ist so ein klassischer Büssing eben etwas ganz, ganz anderes. Klar, das weiß auch Helmut. Schon ein Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, dass ich gleich rausfahren muss und auf die A2 auffahren muss, da ist mir nicht ganz wohl mit so einem Auto, weil ich einfach zu langsam bin, um jetzt in die Fahrspur reinzukommen. Und die Einfädelungsspur, die ist zu kurz, dass ich beschleunigen kann. Und wenn ich dann abbremsen muss und muss dann versuchen rein, dann ist ganz schwierig. Also die fahren einfach zu schnell dafür. Helmut Hoffmann selbst war 6 Jahre alt, als der Büssing 8000 gebaut wurde. Der Vater hatte einen Speditionsbetrieb und Klein Helmut war sowas von Lkw-verrückt. Doch lassen wir Helmut erzählen. Mich hat jeder Lkw interessiert, vor allem unsere eigenen. Mein Vater, wir hatten ja auch Büssing zu Hause, 7500er Büssing. Ich habe jede Minute genutzt. Manchmal sogar die Schule geschwänzt, damit ich mitfahren konnte. Wir durften samstags die LKWs mit waschen. Mein Bruder und ich, wir haben die dann abgeschmiert mit 6 Jahren. Unglaublich, aber wir haben es alles schon gemacht. Ne? Und rangieren durfte ich auch schon mit 6 Jahren. Aber nur natürlich nicht mit Anhänger oder sowas, das war zu schwer. Aber vorwärts und rückwärts fahren, um die Kardanwelle abzuschmieren, das durfte ich schon.
Doch der Büssing 8000 ist eine Auftragsarbeit für eine große Spedition. Und so wird der Fernverkehrs-Lkw, jetzt wo er fertig ist, schon bald das Hoffmannsche Museumsareal in Oberhausen verlassen. Irgendwie kann es Helmut Hoffmann noch gar nicht fassen, dass dann selbst kleine Toren mit dem wunderschönen Klassiker der Vergangenheit angehören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der geht mir gar nicht leicht ab, ganz schwer sogar. Deswegen versuche ich ja jede Minute, wo der hier ist, noch damit zu fahren. Und ich bin jetzt einige Abende mit ihm einige Kilometer gefahren. Ich habe jetzt ungefähr 400 Kilometer schon mitgefahren. Und das macht einfach Spaß. Deswegen ist das natürlich schwierig, den abzugeben. Das tut schon ein bisschen weh. Er ist natürlich schwierig zu fahren. Man muss extrem aufpassen mit den kleinen Spiegeln bei der Länge. Bei 20,5 Meter Länge, der Anhänger ist insgesamt mit Schere über 9 Meter lang, fast 10 Meter. Da muss man schon höllisch aufpassen, dass man bei Kurveneinbiegungen und so weiter nicht irgendwie aneckt. Also man hat keine Weitwinkelspiegel und sowas an dem Auto wie an den neuen Autos. Also extrem aufpassen muss man. In seinem neuen Leben wird der Büssing 8000 übrigens größtenteils zu Ausstellungszwecken eingesetzt werden und seinem neuen Fahrer jede Menge Kraft und Kondition abverlangen. Wie oft der Lastwagen dabei noch im Straßenverkehr zu sehen sein wird, ist offen. Wieder macht sich Wehmut breit. Doch Helmut Hoffmann wäre nicht Helmut Hoffmann, wenn er am Ende nicht eine klare Perspektive hätte. Das tut schon weh, wenn der weggeht. Vor allen Dingen, weil ich den schon vor langer, langer Zeit fertig für mich machen wollte. Aber mittlerweile habe ich darüber nachgedacht, ich muss ja auch irgendwo ein paar Mark herholen für mein Museum und so weiter. Muss ja irgendwie auch alles finanziert werden. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, den Wagen abzugeben, was natürlich weh tut. Aber ich habe ja noch zwei andere, die ich noch restaurieren kann. Und da ich ja noch ein paar Jahre alt werde, noch 50 Jahre habe, kann ich ja noch einen restaurieren. Wir von Eurotransport TV sagen Danke dafür, dass wir die Restaurierung des wunderschönen Büssing 8000 begleiten durften. Und beim nächsten Büssing sind wir garantiert wieder dabei.